Lasst mich den ETS Offroad Camper einmal vorstellen. Der Trailer ist im Prinzip ein Geländewagen und kommt überall hin. Das Dach lässt sich völlig problemlos nach oben hin erweitern. Genauso ist auch der vordere Teil des Campers ausklappbar. Somit finden bis zu 5 Personen bequeme Schlafplätze. Ein Stecksystem macht den Aufbau super einfach. Jetzt wird nur noch das Zelt ausgezogen und schon steht der 5. Schlafplatz. Und wer jetzt immer noch nicht glaubt, dass hier 5 Leute Platz drin finden, der schaut sich jetzt einmal die Bilder von innen an. Mega gemütliche Betten, auf die man sich nach einem langen Campingtag freut. Alle Türen haben einen Schnellverschluss und sind selbstverständlich abschließbar. Was nicht fehlen darf, ist eine kleine, ausklappbare Küche, auf der alle Gerichte zubereitet werden können. Mit mehreren Schubladen ist hier Stauraum für alles. Und gespült werden kann auch ganz einfach im Waschbecken. Technik darf natürlich auch nicht fehlen. Hier finden wir 2 Batterien à 120 Amperestunden. Des Weiteren findet sich hier eine Multisteckdose, bei der alle Geräte angeschlossen werden können. Daneben finden wir einen Solar-Laderegler und anschließend einen Wechselrichter auf 220 Volt. Ausreichend Stauraum ist am hinteren Teil des Trailers zu finden. Rechts und links befinden sich diese beiden Boxen. Durch das Fahrwerk und die langen Federwege ist der Trailer super geländetauglich. Die Standfüße passen sich jedem Untergrund an, sodass jedes Ziel erreicht werden kann. Im linken Technikraum befinden sich weitere wichtige Einzelheiten. Hier finden wir sowohl die Klimaanlage als auch die Standheizung, den Landanschluss und den Laderegler und selbstverständlich ein Anschlusskabel. Mal eben Hund und Kinder nass abzuspülen ist auch überhaupt kein Problem. Zum Schluss finden wir hier noch geräumigen Stauraum, bei dem auch der letzte Koffer einen Platz findet. Also, ich würde sagen, der Reise steht nichts im Weg.